Mein Name ist Katrin Lomscher, ich bin Jahrgang 1962, das ist, glaube ich, das Abrissdatum der originalen Bauakademie. Ich bin gelernte Stadtplanerin und habe mich immer mit der Berliner Stadtentwicklung beschäftigt in meinem beruflichen Leben. Die letzte offizielle Arbeitsstelle war der Senat von Berlin, da war ich Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Und bin jetzt seit kurzem, nachdem ich dort schon seit 2012 im Vorstand war, Vorsitzende der Hermann-Henselmann-Stiftung. Zunächst mal habe ich während meines Studiums dort ein Praktikum gemacht. Es war ganz interessant. Da ging es nämlich darum, wie man städtebauliche Strukturen, die man vorfindet, baulich weiterentwickeln, ergänzen kann und dabei trotzdem gesunde Lebensbedingungen erhalten kann. Und nach dem Studium habe ich da angefangen 1987. Habe dann also nur noch eine kurze Zeit miterlebt und auch sozusagen die Abwicklung dieser Institution nach der Wende. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann war die Bauakademie der DDR, vorher Deutsche Bauakademie, natürlich irgendwie im weitesten Sinne ein Nachfolger der Berliner Bauakademie mit Schinkels Tradition, aber es war eine zentrale Forschungseinrichtung des DDR-Ministeriums für Bauwesen, stark anwendungsbezogen von der Baustoffforschung über den Städtebau, alle Themen, die also was mit der Entwicklung von Städten und Gebäuden zu tun haben. Insofern gab es ganz bestimmt Anlehnungen an diese Tradition, aber sie wurde nicht explizit gelebt. Na, ich kann mir das absolut erklären, weil dieser Bau ja tatsächlich was Besonderes war. Auch in dem Oeuvre von Karl Friedrich Schinkel war es ja sozusagen der erste wirklich durch und durch moderne Bau. Ne, mit vorgefertigten Elementen, mit einem Raster, mit Erfahrungen, die er auch im Ausland gesammelt hatte. Ne, also es ist schon ein ikonografisches Bauwerk gewesen und hat so den Aufbruch in die Moderne signalisiert. Und insofern verstehe ich die Faszination. Das hat ganz sicherlich damit zu tun, dass die Berliner Stadtentwicklung nach dem Krieg und insbesondere auch nach der Wende natürlich von unglaublich vielen Brüchen gekennzeichnet ist. Die Bauakademie war im Krieg beschädigt, sie sollte wieder aufgebaut werden. Das war eigentlich ganz klar das Ziel der Stadtplanung, so wie auch das alte Museum, die neue Wache und so weiter, die Schinkelbauten wieder aufgebaut worden sind und ja prägend waren fürs Ostberliner Zentrum. Und der Abriss 1962 war bestimmt, ich habe es nicht erlebt, aber war bestimmt ein Schock für die damaligen Fachleute, weil es eigentlich ein Konsens war, es zu erhalten. Dann ist aber entschieden worden, dass die Staatsmitte der DDR dort errichtet werden sollte. Und das DDR-Außenministerium hatte einen Teil des Bauplatzes eingenommen. Dieses wiederum ist in den 90er Jahren abgerissen worden, als wir über städtebaulichen Revisionismus heftige Debatten geführt haben. Das heißt, das ist auch ein Stück ein verwundeter Ort. Der hat also sehr viele Brüche erlebt. Und deshalb verstehe ich auch, dass diese Debatte so hin und her schwankt. Der Ort ist ja voller Geschichte und wir sehen heute da die Ecke stehen, die ja extrem liebevoll und auch, finde ich, sehr handwerklich hochwertig errichtet worden ist, die also eine Idee gibt von dem früheren Bauwerk. Also würde ich sagen, die ist inzwischen auch schon Geschichte. Die muss einbezogen werden in eine wie auch immer geartete Neugestaltung. Und wenn man heute über eine neue Bebauung dieses Areals nachdenkt, dann glaube ich, muss man sich schon in der Dimension orientieren an dem, was dort vorher stand. Wenn es aber tatsächlich ein Demonstrationsobjekt werden soll für das Bauen der Zukunft, dann ist es wohl eher angezeigt, sich dem Geist des Schinkels eher anzunähern als dem konkreten Bauwerk. Also ich denke, wir werden dort ein Gebäude sehen, was sich mit neuen Baustoffen, mit neuen Methoden beschäftigt, was tatsächlich als Austauschort genutzt werden kann, als Ort des Experiments, der Forschung,
aber auch der Vermittlung und der Ausstellung von neuen Themen in der Entwicklung des Bauens, der Architektur, der Städte. Also vor meinem geistigen Auge entsteht ein Bauwerk, was sich sozusagen der Erinnerung an den Vorgängerbau durchaus verpflichtet fühlt, was aber darüber hinausgeht, was tatsächlich selbstbewusst zeigt, dass wir uns inzwischen 200 Jahre weiter befinden. Na, ich glaube, ich habe nicht für die Rekonstruktion gesprochen. Ich habe aber gesagt, so viel Schinkel wie möglich. Und so viel Schinkel wie möglich heißt für mich erstmal, dass man diese stadtstrukturelle Situation tatsächlich achtet, die in dem Zusammenhang entstanden ist, dass man auch die originalen Teile, die man hat, verwendet bei einem Gebäude, welches dort neu entsteht, und dass man sich vor allem mit dem Geist Schinkels diesem Bauvorhaben widmet. Ne? Er hat ja tatsächlich seinerzeit einen sehr modernen Ansatz gehabt und hat sich sehr weit entfernt von dem, was damals so State of the Art war, und hat damit dieses Bauwerk geschaffen. Und ich würde glauben, dass wir, wenn wir heute sagen, so viel Schinkel wie möglich, dann ist es erstens die Erinnerung an den früheren Ort, aber es ist natürlich vor allem das Bestreben, weiterzukommen, die Zukunft des Bauens zum Ausdruck zu bringen an diesem Ort. Naja, wenn man sich die Geschichte der Institution anguckt, dann war es eine staatliche Einrichtung eines sehr großen europäischen Landes zum damaligen Zeitpunkt. Und natürlich hat Berlin immer auch eine internationale Ausstrahlung. Und gerade wenn wir über angesichts der aktuellen Krisen über Transformationsnotwendigkeiten in allen gesellschaftlichen Bereichen reden, dann muss man ein solches Vorhaben, welches sich ja die Bundespolitik zu eigen gemacht hat, natürlich mit einem internationalen Anspruch vorantreiben. Also glaube ich, es ist ein städtisches, ein nationales und ein internationales Projekt. Mhm.